Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema inverse Matrix. Wir lernen also hier eine neue Art von Matrix kennen, ihre mathematische Definition und die wichtigsten Eigenschaften, die sogenannte inverse Matrix. Und zwar ist das ein Werkzeug, das wir brauchen zum Lösen von Gleichungen. Das ist etwas, was uns momentan in unserem Matrix-Rechenkasten sozusagen noch fehlt. Das, was wir machen wollen, sind Gleichungen von folgendem Typ auflösen. Sowas wie a mal x gleich c, das wir nach x auflösen wollen. Hier stellen wir uns einmal vor, dass wir das im skalaren Fall, im eindimensionalen Fall durchrechnen. Und da wissen wir natürlich alle, wie das geht. Ich spiele das aber trotzdem nochmal Schritt für Schritt durch, damit wir uns überlegen, wie kommen wir auf die Lösung, die wir alle kennen. Also x ist natürlich gleich c dividiert durch a, wissen wir alle. Aber wie kommen wir dahin? Naja, das, was wir machen müssen, ist, um das a hier links von dem x wegzubekommen, ich schreibe mir das hier noch einmal neu hin, ist, wir müssen multiplizieren mit einem Wert b, sodass wir b mal a mal x gleich b mal c da stehen haben. Also ich schreibe hier mal von links hin, auch wenn das im Eindimensionalen nicht wichtig ist. Da konnten wir ja die Reihenfolge der Multiplikation auch vertauschen. Und wir möchten also mit so einem b multiplizieren, und zwar auf eine Art, dass b und a sich gegenseitig neutralisieren, dass da 1 herauskommt. Und wenn ich das dann habe, dann weiß ich 1 mal x, das ist dann gleich x, und das wäre b mal c. Ich brauche also, um das so durchführen zu können, muss das b sein 1 durch a. Ja, das Inverse, die Inverse von diesem Faktor a, weil ich dann weiß, 1 durch a multipliziert mit a ergibt 1. Und 1 nennt man dann auch das neutrale Element bezüglich der Multiplikation. Wenn ich irgendetwas mit 1 multipliziere, verändert es sich nicht und 1 ist deshalb also ganz neutral, hat keine Auswirkung. Und das habe ich also hier nochmal entsprechend hingeschrieben. Das ist das, was wir aus dem Eindimensionalen kennen und was uns schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir also auch hier gleich c durch a hinschreiben können, eben c multipliziert mit 1 durch a. Jetzt wollen wir aber das Gleiche für eine Matrixgleichung machen. Ja, da wollen wir im Prinzip dieselben Schritte durchführen, damit wir diese Matrixgleichung nun nach x auflösen können. Was machen wir dafür? Naja, wir brauchen dasselbe wieder. Wir brauchen eine Matrix B mit der Eigenschaft, dass sie die Matrix A neutralisieren kann. Das neutrale Element bezüglich der Matrixmultiplikation ist dabei nicht eine Matrix nur mit Einsen, sondern diese Einheitsmatrix. Also eine Matrix, wo ich auf der Hauptdiagonalen Einsen stehen habe und überhalb und unterhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen. Weil irgendeine Matrix multipliziert mit der Einheitsmatrix ergibt wieder die gleiche Matrix. Die ändert also die Matrix nicht, ist deshalb also das neutrale Element dieser Matrixmultiplikation. Und hier wissen wir jetzt aber nicht, wie wir diese Matrix B aufstellen müssen. Aber wir stellen uns mal vor, wir hätten ein solches Werkzeug. Wenn wir eine solche Matrix B hätten, dann könnten wir sagen, aus A mal X gleich C mache ich Folgendes, ich multipliziere mit b wieder von links. Und bei der Matrixmultiplikation macht das ja wirklich einen Unterschied, ob ich von links oder von rechts multipliziere. Und habe dann da stehen b mal a mal x ist gleich b mal c. Und weil das Assoziativgesetz gilt, ist wurscht, ob ich erst a mal x rechne und dann von links b dran multipliziere oder ob ich zuerst b mal a rechne und dann von rechts x dran multipliziere. Hier können wir jetzt also das einsetzen, was wir hier oben uns gewünscht haben. B soll die Eigenschaft haben, dass es mir a zur Einheitsmatrix macht, wenn ich es von links dran multipliziere. Und dann habe ich da i mal x stehen und das i mal x wird dann einfach zu x und das x ist b mal c.
klickt das hier auf den Folien auch nochmal durch. Das ist also genau die Stelle. Die Matrix B neutralisiert die Matrix A zur Einheitsmatrix und Einheitsmatrix mal x ist einfach x und damit hätten wir dann diese Matrixgleichung gelöst. Also, wenn wir eine solche Matrix B kennen würden, dann könnten wir damit diese Matrixgleichung auflösen. Was aber noch unklar ist, ist erstens, gibt es überhaupt eine solche Matrix? Und ich darf vorweggreifen, manchmal gibt es sie, manchmal gibt es sie nicht. Und wenn es sie gibt, wie können wir die denn ausrechnen? Wie können wir darauf kommen? Und das werden wir uns jetzt also im Folgenden anschauen. Das wird diese sogenannte inverse Matrix sein. Und da haben wir zunächst mal folgende Definition. A sei eine quadratische Matrix, also mit gleich viel Zeilen wie Spalten. Und eine quadratische Matrix nennt man regulär, wenn es auch eine andere n kreuz n Matrix gibt, die wir hier jetzt nicht B, sondern A hoch minus 1 nennen. So das gilt, A mal A hoch minus 1 ist die Einheitsmatrix. Und genauso soll gelten A hoch minus 1 mal A. Soll auch die Einheitsmatrix sein. Also völlig wurscht, ob ich diese Matrizen von links oder von rechts miteinander multipliziere, es soll diese neutrale Einheitsmatrix herauskommen. Und wenn es also eine solche zugehörige inverse Matrix gibt, A hoch minus 1, dann nennt man die Matrix A regulär. Wenn es die nicht gibt, und solche Fälle gibt es, dann sagt man, die Matrix A ist singulär. Noch eine Bemerkung, wir verwenden hier das gleiche Symbol, wie wir im Eindimensionalen verwendet haben. Also im Eindimensionalen hatten wir gesagt, das B muss 1 durch A sein und das können wir dann auch als A hoch minus 1 schreiben. Aber bitte aufpassen, ja, wie wir gleich noch sehen werden, diese Matrix B, die wir jetzt auch A hoch minus 1 genannt haben, ist nicht etwa 1 durch A 1 1 und 1 durch A, 1, 2 und so weiter. Also das hier geht nicht. Ja? Es ist nicht einfach nur den Kehrwert bilden, sondern das hoch minus 1 ist jetzt eine neue symbolische Schreibweise, invertieren einer Matrix und dann müssen wir uns jetzt erst noch anschauen, wie das überhaupt funktioniert, wie man darauf kommen kann. Und zur Motivation haben wir hier zunächst mal ein Beispiel, an dem wir sehen können, dass es überhaupt solche inversen Matrizen gibt. Also bisher ist ja noch gar nicht klar, ob die überhaupt existieren. Und da haben wir hier mal eine Matrix A hingeschrieben, die invertierbar ist. Und ich habe auch schon dazu geschrieben, die zugehörige inverse Matrix. Um zu sehen, dass dieses Paar von Matrizen wirklich eine Matrix und ihre Inverse ist, können wir jetzt also die Überprüfung antreten und können schauen, was ist denn A mal A hoch minus 1. Und ich mache das hier noch einmal mit dem Falkschema zur Übung. Schreibe ich mir also die beiden Matrizen hin und multipliziere dann minus 4 mit 2 ist minus 8 plus 1 mal 9 ist 9 minus 8 ist 1. Da haben wir minus 4 mal 1 plus 4 mal 1 ist 0. Dann haben wir 9 mal 2 ist 18, minus 2 mal 9 ist auch 18, ist 0. Und dann haben wir 9 mal 1 ist 9, minus 2 mal 4 ist also minus 8, ist 1. Und damit haben wir also gezeigt, dass wir hier unten die Einheitsmatrix, die 2 kreuz 2 Einheitsmatrix herausbekommen. Genauso könnte man auch nachrechnen, dass A hoch minus 1 mal A auch die Einheitsmatrix ist. Turne ich hier nicht nochmal vor, können natürlich alle leicht auch selber nochmal nachrechnen. Und dann, nachdem wir jetzt also ein Beispiel für eine reguläre Matrix gesehen haben, die eine Inverse besitzt, schauen wir uns jetzt noch ein Beispiel an für eine Matrix, die keine Inverse besitzt, nämlich die Nullmatrix. Also mit O bezeichnet man dann eine Matrix, die nur aus Nullen besteht. Und dann ist ganz klar, völlig wurscht, was ich an diese Matrix nur bestehend aus Nullen dran multipliziere, da kommt immer wieder nur 0 raus. Weil wenn ich hier irgendwas mal 0 plus irgendwas anderes mal 0 plus noch was anderes mal 0 rechne, es ist eine Linearkombination nur mit Nullen und also 0 mal eine Matrix B ist immer wieder die Nullmatrix.
Und die Nullmatrix ist nicht die Einheitsmatrix, hat ja hier auf der Hauptdiagonalen keine Einsen stehen. Das heißt, die Nullmatrix kann ich nicht invertieren. Auch das kennen wir aus dem Eindimensionalen. Wenn ich sage, b ist gleich 1 durch a und das a wäre jetzt 0, 1 durch 0, ja, darf ich das nicht machen, das geht nicht. Ja, also eine Gleichung, in der ich dann 0 invertieren wollte, könnte ich nicht lösen. Aber im Eindimensionalen ist die 0 das einzige Element, was ich nicht invertieren kann, wo ich nicht den Kehrwert bilden kann. Bei den Matrizen ist es nicht so. Da gibt es sehr viele Matrizen, die singulär sind, die nicht invertierbar sind. Das werden wir uns im Folgenden auch noch an einem ganz konkreten Beispiel anschauen. Nämlich hier die Matrix B, definiert als 1, 2, 2, 4. Und die Frage ist, besitzt diese Matrix eine Inverse? Das, was ich dafür also machen muss, ist schauen, kann ich eine solche Matrix finden, sodass B mal A gleich die Einheitsmatrix ist. Ich hätte auch umgekehrt schreiben können, dass A mal B gleich die Einheitsmatrix ist und B habe ich jeweils gegeben und A müsste ich suchen. Und kommt aber bei beiden dasselbe heraus. Ja, das haben wir nicht formal gezeigt, ist aber so, steht gleich auch nochmal auf den Folien. Und wir wollen also wissen, gibt es für diese Matrixgleichung hier, gibt es für die eine Lösung? Kann ich solche A's finden? Dann multiplizieren wir das doch einmal aus, um uns das anzuschauen. Nehmen wir also wieder her, erste Zeile von der Matrix B, erste Spalte von der Matrix A, dran klappen, ausrechnen, dann steht da einmal A11 plus zweimal A21 soll bitteschön sein gleich 1. Dann machen wir es für die zweite Zeile, dann steht da zweimal A11 plus 4 mal A21 soll sein gleich 0. Und dasselbe auch noch für die zweite Spalte, also einmal A12 plus 2 mal A22 soll gleich 0 sein, das was ich hier rechts oben habe, und dann bleibt noch übrig die vierte Stelle und da haben wir stehen 2 mal A12 plus 4 mal A22 soll sein gleich 1. Okay, wir haben also hier vier Gleichungen, die da entstehen und wir haben vier Unbekannte. Da könnten wir also hoffen, dass dieses lineare Gleichungssystem mit vier Gleichungen und vier Unbekannten auch eine Lösung hat. Aber blöderweise stellt sich heraus, hat es nicht. Wie können wir das sehen? Wir können zum Beispiel leicht diese Gleichung hier mit 2 durchmultiplizieren. Wenn wir das machen, bekommen wir hier eine 2, da bekommen wir eine 4 und 0 mal 2 bleibt bei 0. Und dann haben wir in diesen beiden Zeilen zweimal genau das gleiche stehen. Nämlich 2 mal A12 plus 4 mal A22. 4 mal A22. Und es wird gefordert, dass das gleichzeitig sowohl 0 sein muss, als auch 1 sein muss. Naja, und das wird sich nicht ausgehen. Es kann nur das eine oder das andere sein, aber nicht beides gleichzeitig. Dasselbe könnte ich hier mit diesen beiden Gleichungen machen. Ich könnte zum Beispiel diese Gleichung mit 2 dividieren, dann bekomme ich da eine 1 und da eine 2 heraus und 0 dividiert durch 2 bleibt 0 und dann hätte ich auch hier links wieder das gleiche stehen, einmal A11 plus 2 mal A21 und es soll einmal 1 und einmal 0 sein und auch das geht sich nicht aus, sprich dieses Gleichungssystem ist unlösbar. Und die Ursache dafür sind jetzt also diese proportionalen Spalten bzw. die proportionalen Zeilen. Ja, dass ich also hier zweimal was in der Matrix stehen habe, einmal mit Koeffizienten 1, 2 und dann mit 2, 4 und es sollen aber unterschiedliche Werte rauskommen. Und 1, 2 und 2, 4, die genau proportional zueinander sind. Und in solchen Fällen ist die Matrix dann also singulär und hat keine Inverse.
Wir haben jetzt also schon gesehen, es gibt Matrizen, die haben eine Inverse, es gibt Matrizen, die haben keine. Könnte es auch Matrizen geben, die vielleicht mehr als eine Inverse haben? Die Antwort ist nein. Wir haben diesen Eindeutigkeitssatz. Man kann zeigen, wenn es bei einer quadratischen Matrix eine Inverse gibt, dann ist es auch nur eine einzige, die ist also eindeutig bestimmt. Und der spannende nächste Schritt ist dann natürlich, diese inverse Matrix zu bestimmen. Dass wenn wir nur die Originalmatrix A kennen, wie können wir damit die Inverse A hoch minus 1 ausrechnen? Wir müssen erstmal nachschauen können, gibt es die überhaupt? Und dafür schaut man sich die sogenannte Determinante der Matrix an. Die muss ungleich 0 sein. Und dann kann man die Inverse bestimmen. Und das ist im Allgemeinen relativ aufwendig und man überlässt das in der Praxis dann einem Computerprogramm, das zu machen. Aber im 2-Kreuz-2-Fall ist das Invertieren der Matrix besonders einfach. Und das werden wir uns also im nächsten Video noch anschauen. Und höherdimensionale Matrizen werden wir also nur mit dem Computer invertieren, aber nicht von Hand durchspielen.